Es wird spannend. Jetzt zieh zum ersten Mal das Meshnet-Gewebe ab und schau, was für ein Bild auf der Rückseite entstanden ist. Ich bin immer wieder fasziniert, was da auf der anderen Seite für ein Bild entsteht. Und damit ich weitermalen kann, drehe ich das Ganze wieder um. Und wie das dann weitergeht, siehst du in Teil 4. So viel kann ich schon mal verraten. Es wird sehr bunt.